In letzter Zeit wurde ich viele angesprochen unter meinen Videos, wo ich über das Thema Lippennehmen gesprochen habe, ob ich denn den Steinklee noch nehme und wie es mir denn geht oder ob ich mal wieder ein Update machen kann. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn kein Update kommt, dann ist es gerade echt gut. Aber ich würde gerne mit euch heute über das Thema sprechen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Minimalistisch Intuitiv Vegan. Ich bin eine Lipödem-Schwester und für diejenigen von euch, die selbst erkrankt sind, wissen, was das bedeutet. Ich werde höchstwahrscheinlich in meinem Leben nie das Geld für eine Operation haben. Ich würde die Operation machen, hätte ich das Geld. Oder würde sich gesetzlich irgendwas ändern. Denn Fakt ist, mir wäre auf einen Schlag geholfen. Na, also mit der Operation wäre mir wirklich auf einen Schlag geholfen, denn ich bin so eine, ich habe 1 bis 2 in den Armen, 2 an den Beinen und bei mir ist es so, dass ich unwahrscheinlich starke Schmerzen irgendwann im Stehen habe. Ich habe am Wochenende, bin ich mit meinem Dad mal wieder rausgegangen und wir sind schon so 1/3 Stunden spazieren gegangen, weil ich hatte, seit ich Fitness mache, hatte ich halt einfach keine Probleme mehr. Und danach habe ich schon sehr deutlich gemerkt, die Probleme sind noch da. Ich habe weniger Druckschmerzen. Ne? Also Lipödem-Patientinnen wissen das, was das bedeutet, also Druckschmerzen zu haben. Sondern bei mir schwillt mein Fuß an. Und zwar schwillt er so an, dass mir die Bänder im Fuß wehtun. Und wer schon mal eine Bänderdehnung gehabt hat, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Es ist besser geworden. Es ist viel besser geworden. Und jetzt erzähle ich euch mal, warum es besser geworden ist. Ich habe den Steinklee immer noch. Und momentan ist für mich nicht der Zeitpunkt, wo ich den nehmen möchte. Ich glaube, ich habe von dem auch die letzten Male, glaube ich, Magenschmerzen bekommen oder so, was aber nichts zu bedeuten hat. Ich weiß nicht, ob du mein letztes Video gesehen hast. Ich kann dir das gerne mal unter dem i verlinken, wo ich darüber gesprochen habe, wie ich meinen Östrogenspiegel in den Griff bekommen möchte. Und Östrogenspiegel und Lipödem sind ja auch zwei bekannte. Denn Lipödem ist immer ein Merkmal dafür, dass in deinem Körper hormonell etwas nicht stimmt. Na, also ich weiß nicht, warum sich die Medizin da so ausbremst. Korrelation. Den Zusammenhang gibt es. Aber man geht dem Zusammenhang einfach in der Wissenschaft nicht mehr genug nach. Ne? Aber jede Frau, die eine Lipödem-Problematik hat, die hat hormonelle Probleme. Und das ist durchgehend so. Und das ist meistens ein hormoneller, also so ein Östrogenüberschuss. Und für mich ist der Weg der, dass ich halt anfangen möchte, Muskeln aufzubauen. Jetzt stellt euch nicht vor, ich möchte Muskelberge bekommen. Das ist bei Frauen gar nicht so einfach, denn uns fehlt Testosteron dazu. Ne? Also wir haben einen kleinen Teil Testosteron im Körper, aber um so richtige Berge aufzubauen, bräuchte man noch zusätzlich Testosteron. Aber wir können trotzdem Muskeln aufbauen, denn jemand mit einem zu hohen Östrogenspiegel hat meistens zu hohen Körperfettanteil. Und der ist bei mir, ich habe bei mir im Fitness die Möglichkeit, mich messen zu lassen, der ist bei mir im Fitness bei 43% gewesen. Ich habe jetzt über einen Monat trainiert, 2 bis 3 Mal die Woche. Und bin jetzt tatsächlich, was meinen Körperfettanteil betrifft, 0,7% runtergegangen. Yay, das ist immer noch zu viel. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass 42,3%, das geht halt gar nicht. Das ist echt mega viel. Und wenn du halt mit dem Lipödem Probleme hast, dann sollte eventuell auch ein Muskeltraining für dich von Vorteil sein. Natürlich sprich immer mit deinem Trainer, welches Training man für dich aufbauen kann. Ich, für meinen Teil, habe mir extra ein Fitnessstudio zum einen mit einem Trainerprogramm ausgesucht und zum anderen mit Powerplates. Powerplates waren eine Zeit lang sehr fancy. Na, also
Wenn man ungefähr so 10 Jahre zurückrechnet, dann gab es die überall, in jedem Fitnessstudio. Powerplate war das Ding. Aber inzwischen ist diese Powerplate-Geschichte ein bisschen aus der Mode gekommen, was nicht bedeutet, dass das nicht wirkt, sondern es wirkt einwandfrei. Und gerade bei Menschen wie mir mit Lipödem ist es eine richtig tolle Sache. Vor meinem Muskeltraining, dann Powerplate ist auch ein Muskeltraining, mache ich immer so eine Art Lipödem-Programm auf der Powerplate. Es gibt sogar in meinem Fitnessstudio ein Programm, das für Lipödem-Patienten da ist. Denn eine Powerplate wirkt sich wie eine Lymphdrainage auf deinen Körper aus. Und ich habe mich jetzt nicht gemessen, das wäre für euch vielleicht ganz interessant gewesen. Aber ich habe Vorher-Nachher-Bilder. Ne? Also da für das Nachher lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, weil so viel sieht man da noch nicht. Aber ich habe definitiv, kann man schon sagen, etwas schmalere Beine. Also ich merke auch während dem Training, dass ich halt mehrfach aufs Klo muss, was eben dieser Lymphdrainage wieder gleichkommt. Und dieses Powerplate-Training tut mir halt einfach unwahrscheinlich gut. Das ist nicht schweißtreibend, das zielt mehr darauf ab, dass du eben deine Beine massierst. Na, das ist eine Art Massage. Wer die Powerplate nicht kennt, die vibriert die ganze Zeit. Und da macht man immer 30 Sekunden diverse Übungen, die eben für die Thematik wichtig ist. Und ich mache auf der Powerplate weniger was für die Arme, aber mehr halt für die Beine. Und seitdem ich das mache, habe ich tagsüber weniger Schmerzen. Ich hab ja jetzt gesagt, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach zu lang auf den Beinen bin, dann tun mir meine Füße wieder weh. Und das ist immer so ein kleiner Drahtseilakt, ne? Also ein bisschen ist vollkommen in Ordnung, aber du darfst nicht zu wenig machen als Lipödem-Patient, weil zu wenig führt ja wieder zu stärkeren Symptomen. Und wenn du zu viel machst, tut es auch weh. Also es ist so ein leichter Drahtseilakt. Und klar sind wir Lipödem-Patienten sehr verärgert, denn im Endeffekt müsste man uns nur operieren und es wäre weg. Aber es gibt, also ich beschäftige mich auch mit dem Thema Ernährung, es gibt da Ansätze und es gibt auch Leute, bei denen das geholfen hat, die ohne jegliche Operation an den Punkt gekommen sind, die eben viel mit dem Blutzucker zu tun hat. Also es gibt Leute, die halt ketogen sich ernähren oder Kohlenhydrate bis auf ein Minimum runterschrauben, ist für mich nichts. Kann ich an der Stelle schon sagen, ist für mich generell gar nichts. Ich war lange Jahre essgestört, das möchte ich und kann ich nicht machen. Aber was ich gemacht habe, ist mein Eiweiß ein bisschen angehoben. Es könnte noch besser sein, muss man an der Stelle auch sagen, denn das fällt mir immer noch schwer, aber ich merke die ersten positiven Auswirkungen von meinem erhöhten Eiweißkonsum. Eiweiß in der Ernährung hat nämlich den Vorteil, dass es den Blutzuckerspiegel dämpft. Das heißt, bis eine Mahlzeit, nach der du eben das Eiweiß gegessen hast, hat Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel und der Blutzuckerspiegel wird gedämpft, also der geht nicht so extrem nach oben. Und gerade bei Lipödem-Patientinnen ist es halt so, dass eben diese Peaks nach oben eher kontraproduktiv sind. Also mein Körper ist immer noch in der Lage, unwahrscheinlich viel Wasser einzulagern. Aber ich gehe da eher diesen hormonellen Weg. Ich versuche meinen Hormonhaushalt in den Griff zu bekommen. Und im Moment brauche ich den Steinklee nicht. Das soll nicht heißen, dass ich nie wieder Steinklee nehme. Und es soll auch nicht heißen, dass Steinklee nicht hilft. Der hilft wahnsinnig gut. Und die ersten Tests, die ich mit Steinklee gemacht habe, die sind unwahrscheinlich gut. Steinklee hat nur das Problem, dass wenn du ihn zu lange und zu oft nimmst, dass die Wirkung abflacht mit der Zeit. Du merkst es irgendwann nicht mehr. Und da habe ich schon in der Vergangenheit immer wieder gesagt, es ist einfach wichtig, dass du den Steinklee auch mal über einen längeren Zeitraum nicht nimmst, damit du einfach auch merkst, damit du selber merkst, das wirkt noch, oder damit dein Körper eben auch merkt, es geht auch ohne beispielsweise. Wobei das Problem mit den Kapillaren, der Körper höchstwahrscheinlich nie wieder alleine hinkriegt.
Ihr wisst ja, wie ein Lipödem zustande kommt, kapillar und undicht, das sind die kleinen Äderchen. Und Gewebewasser tritt aus und in diesem Gewebewasser ist halt bei Lipödem-Patientinnen Eiweiß mit drin. Und wenn da Eiweiß in das Unterhaut reinfließt, fließt es nicht mehr raus. Also es ist eine Einbahnstraße. Und so sammeln sich die Fettpolster an den jeweiligen Stellen. Also es ist bei mir besser geworden, es ist nicht weg. Ich bin gespannt, ob es weggeht. Und diese Powerplate-Sache, die werde ich natürlich durchziehen bis zum Gehtnicht. Ich muss mich da nicht zwingen. Es gehört einfach zu meinem dreimal die Woche, zwei bis dreimal die Woche Training dazu. Ich darf es halt auch nicht übertreiben. Aber ich bin ganz froh, diesen Weg eingegangen zu sein. Also merkt ihr das? Powerplate-Training ist einfach eine richtig tolle Sache. Gerade wenn du an dem Lipödem leidest, was aber auch toll ist, ist Aquagymnastik. Für mich ist es nichts. Such dir wirklich einen Sport, mit dem du richtig gut zurechtkommst. Das ist wirklich wichtig. Ne? Also, wo du Spaß hast, wo du dich nicht zwingen musst. Nicht in jeder hat Bock, sich auf diese Powerplate zu stellen, aber vielleicht hast du Bock, Aquagymnastik zu machen. Und genau das wirkt sich nämlich auch positiv auf deine Lymphen aus. Also ich werde euch darüber berichten, ob das bei mir vielleicht irgendwann mal so eine fantastische Wirkung hat, dass mein Lipödem komplett weg ist. Im Moment brauche ich die Strümpfe noch. Ohne Strümpfe geht's nicht. Sobald ich eine Socke ohne Strumpf anziehe, klemmt es mir meinen ganzen Fuß ab. Das ist halt immer noch nicht so, dass ich ohne Strumpf auskomme. Aber daran kann ich so ein bisschen messen, welchen Fortschritt ich mache. Und ich trinke halt auch mehr. Das ist auch wichtig. Mehr trinken, damit der Körper schön durchspült wird. In diesem Sinne melde ich mich ab, bedanke mich bei dir fürs Zuhören und fürs Zuschauen natürlich. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.